Also, weiter geht's. Heute mal wieder auswärts. Weiter geht's heute gegen den SV Sandhausen. Ich blicke mal kurz mal auf die Tabelle. Ich muss mal gucken, wie weit wir... Kann man das eigentlich einstellen? Heim und auswärts? Nee, ne? Geht das eigentlich so ein bisschen? Ja, ne, eigentlich nicht. Sie können es jetzt nicht ausstellen. Wenn man gerade ein... aber ich bin eigentlich konferenzfähig. So nebenbei gerade. Wir sind ja Vizepokalsieger. Wir sind ja nur Zweiter gewesen. Aber ich glaube nicht. Würde mich schwer wundern, wenn es so wäre. Erzählt es, glaube ich, nicht. Nee. Eigentlich. Ne, warte mich. Wir spielen auch nicht. Ne, warte mal. Wir gucken, wir spielen auch nicht. Kriegst, ne? Europacup. Ich guck mal gerade. Scheiße, ich sowieso nicht. Aber Europa League? Weiß nicht, mit dem zweiten. E, F, G, A. Nö, Leverkusen spielt auch nicht. Also ich wundere, dass wir tatsächlich nicht im nicht Europapokal spielen. Wir sind Zweiter im Pokal geworden. Leverkusen spielt ja schon mal Champions League. Eigentlich müssten wir, wenn es so richtig wäre, hätten wir eigentlich als Aufsteiger jetzt in der Conference League antreten müssen. Na gut, alles ist gut. Im Pokal ist ja noch alles drin. Wir sind in der zweiten Runde. Und jetzt ist der nächste Gegner in der Liga erstmal auswärts. Der SV Sandhausen. So, scheinbar muss ich ein bisschen doch rotieren. Also scheinbar die ganzen Rotationen haben gefruchtet. Ich werde das auch tun jetzt, weil scheinbar haben wir jetzt ein bisschen unsere Leute, die ja ihre Schwierigkeiten haben. Morgalla raus. Genau, deswegen habe ich einen geholt. So, links innen. So, ja, die drei Wechsel, die habe ich jetzt gezogen. Die habe ich eben schon gemacht. Und dann geht's rein ins Match. Spieltag, wie gesagt, nochmal 9 ist es. Wir hängen hinter dem SC Freiburg 8 Punkte da zurück. Wir wollen unseren Auswärtsflug besiegen. Ich glaube, auswärts haben wir noch gar nichts auf die Ketten bekommen. Ne? Wir haben ja in Ingolstadt, Hannover unentschieden, Karlsruhe verloren. Freiburg verloren. 4 Auswärtsspiele. Wir sind jetzt für Spieltag Nummer 1. Ja, das kommt hin. Bürst die Heimsiege Düsseldorf, Bremen, Darmstadt und jetzt Paderborn. 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele. Ja, das kommt hin. Wir sind der Spieltag Nummer 9. Nee, alles ist gut. Wie gesagt, wir wollen unseren Auswärtsflug heute bezwingen. Wann kommt der erste Auswärtssieg in der zweiten Liga? Und dann schauen wir mal. So, ich brauche jetzt nicht trainieren, wir spielen. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Denn der macht bisher in der Liga vor dem Tor wirklich, was er will. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. So, ja, wie gesagt, wenn nicht heute, wann dann bezwingen wir unseren Auswärtsfluch. Im 5. Anlauf wollen wir es dann am Ende richten. Wenn ihr bedenkt, dass wir im DFB-Pokal jetzt noch ein Spiel wie in Mainz oder in München zum Beispiel auch gewonnen haben. Und heute wird es noch schwer tun, wie gesagt. Unentschieden in Ingolstadt. Niederlage in der Liga in Karlsruhe. Das Unentschieden auswärts in Hannover nach 2-0 Rückstand. Und jetzt die letzte Niederlage dann beim Tabellenführer in Freiburg.
Und jetzt geht's zum SC Paderborn. Alter, der Pischowski, der überragt mal kurz alle da hinten. Ich habe drei Wechsel vollzogen, die ich ja sowieso, also einen musste ich ja schon notgedrungen machen. Und jetzt schauen wir mal. Unsere Rasselbahn, der will ja. Klar, wir sind jung, wir sind Aufsteiger, wir spielen eine wirklich gute Saison, aber ich will halt irgendwie gerne diesen Ligafluch mal endlich heute brechen. Der Anpfiff, das Spiel beginnt. Auf geht's. Morgalla fällt rot gesperrt nach der Notbremse gegen den SC Paderborn. Schöner Ball, Pedro. Also dieses komische Spiel gegen Paderborn, definitiv. Also drei Elfmeter, zwei davon verschossen. Die Notbremse mit der glattroten Karte. Sie einer der Top-Favoriten auf den Titel, oder? Ja, die Saison ist natürlich noch lang. Trotzdem ist das, was sie bisher zeigen, wirklich überzeugend. Wir sind Dritter momentan, ne? Wir sind noch dran. So fangen sie den Angriff früh. Aber es ist alles ist gut. Und Relegation hatte ich bisher auch noch nie bei FIFA. Muss ich sagen. Bis jetzt immer, wenn dann aufgestiegen direkt. Kann ja auch eine Premiere sein am Ende der Saison. Mal gucken. Stürmer! Hm. Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, auf dieser Distanz müsst ihr schon mehr rausmachen. Müsst ihr cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Mit einer ganz starken Parade verhindert er den ersten Treffer. Ja, wir müssen jetzt anfangen, weiter unsere Spiele zu gewinnen. Weil wenn wir jetzt mal weiter abreißen auf Freiburg, dann wird das nur Spende. Bitte mögt vielleicht irgendwann mal Titel und alles drum und dran. Mal schauen, Sterne. Das letzte Heimspiel konnte man gewinnen. Heute soll es natürlich so weitergehen. Eigentlich geht es ja nicht viel besser als bei diesem 5:0. Aber vielleicht ist dieser Gegner da heute ein Schiri, was gibt ganz da? Anderes Kaliber. Ich habe so ein komisches Bauchgefühl. Freistoß für Entscheidung, jetzt gibt's den Freistoß. Spiel ist zunächst weiter, aber jetzt doch abgepfiffen. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Ja, die Frage ist, packt er den Tore-Rekord? Im Augenblick würde ich sagen, der macht, was er will, der trifft. Ja, das, ja, ich glaube, das kann. Es wird eine Karte geben. Fakt ist, gelb oder glatt rot. Es ist nicht der, es ist nicht das der zweite. Jetzt gibt's noch gelb. Puh. Okay. Wenn er jetzt mit Rot runterfliegt, wäre es auch. Dann hätte ich zumindest in der nächsten Partie wieder Morgalla. Aber Perry, das ist auch schon gefühlt wieder eine Karte, ne? Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Gut, ich hab noch Watanabe. Also es ist nicht dramatisch, wenn wir jetzt den Verteidiger anfangen wegzubrechen. Ich hab noch ein paar. Im Kader. Ball kommt. Ah, Ball weg. Gut abgeklärt da. Wird aufgepasst in den Verteidiger jedenfalls. Lippert. Dickmeier. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Und jetzt der Ball vorne rein. Jawohl, Noboa, vielleicht. Noboa gegen Emanuel. Höhe, der läuft ja sowas von weg. Und das ist nicht das 0:1. Der Ball geht dran vorbei. Suku. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Ja. Weg damit. Jawohl, gut gelöst da. Ulrich. Da ist das Pressing erfolgreich. Chance zur Führung. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Ja, wie gesagt, Auswärtsfluch haben wir momentan. Den Auswärtsfluch müssen wir besiegen. Und dann so ein Dinger. Darfst du nicht so spielen, den Ball. Unaufhaltsam. Ritzmeier. Gehalten. Alter, Leute. Richtig gute Aktion. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Elfmeter. Er hat Elfmeter. Aber das war für mich eigentlich nur Bauch. Das war Pedro, ja, ja. Aber es war für mich keine Hand. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Die Wiederholung wird es gleich zeigen, wahrscheinlich. Na komm schon, Schiedsrichter, das war doch keine Ahnung. Das war Brust. Also für mich ist das eine Fehlentscheidung. 1-0. Und damit haben wir das erste Tor. Ist das bitter, du hast das Ding eigentlich. Ja, und das Ding in den Innenpfosten. Und der springt zum Stürmer zurück und es steht das 1-0 für den
SV Sand. Das war dann am Ende das ein Problem, ja. Der haut das Ding eigentlich am Pfosten und dann springt er vom Keeper zurück so, da hätten wir ins Feld. Also das 1:0. Mal sehen, also kurz vor der Pause das 1:1, 1:0. Und geht dieser Auswärtsflug tatsächlich weiter? Sterner. Könnte der Ausgleich werden. 1:1. Yes! Und der ausgerechnet Pedro, der gerade den Elfer verursacht hat. 41. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, ja. Kein Schnäuzig. Zwei Tore in 9 Spielen, das neue zweite Saisontor für den Rechtsaußen, das SC. Und damit SV, ich bin mein Bayreuth. Steht 1:1. Der vielleicht auch mal Nationalspieler wird, wer weiß es noch nicht. Momentan steigt er ja auf, sehr nur gerade Strecke 50. So, hast du brasilianischen Jugend geholt. Und dann ist es das 2:1. Und man dreht nochmal die im Sommerhaus. Und jetzt ist es Loire. Wer auch sonst. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll, ein schöner. So, aktuell hat man jetzt zumindest wieder im 6. Anlauf vielleicht das erste Auswärts. 5. Anlauf, das erste. Den ersten Auswärtssieg zu holen. Jetzt steht hier 9. Tor in dieser Saison. Da sehen wir die Tafel. Eine Ulrich. Minute wird nachgespielt. So langsam wird's gefährlich. Ulrich. Da ist die Hereingabe. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Und Werner verhindert das 1:3. Und damit ist Pause. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. So, Spiel gedreht, man führt. Also. Na, ja, die gelbe Karte, die tut weh. Ich werde jetzt wechseln da hinten, bevor ich da den nächsten verliere mit glattrot. Aber wir sind uns gelb-rot. Der das. Ein guter ist. Ja, ist 29, ist gerade aber noch nicht so stark, der Keeper, aber er wird halt langsam, ne? So, dann werde ich jetzt Watanabe reinhauen. Ja, muss sehen. Der zeigen soll heute. Das Vorwahl wird glatt. Und der nächste junge Mann aus Japan, auch nur gerade mal 17 Jahre alt. Also, es wird langsam. Ich habe eine übelste Rasselbande. Ich habe da so junge Spieler drin. Ich habe ja fast nur noch junge Spieler. Ich hab noch einen überhaupt Kader, der vom Original ist. Das ist das einzig Lippert. Alles andere ist einfach mal über die Jahre weggekommen. Wenn wir die ganz Leier erstmal, genau wie bei ihm hier. So, Lippert, das ist auch der einzige noch. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Der mal von der im Original kann er noch da ist. Alles andere ist weg. Den Kirsch habe ich noch auf der Reservebahn, auf der Tribüne. Den habe ich doch als ganz, ganz alternative Sterne. Hereingabe jetzt. Auch kommt er nicht zu sein. Die Flanke, die bringen wir unter. Spielt er im Gegensatz zur dritten Liga auf der anderen Seite. Diesmal spielt er ja auf der linken Seite. Und der dritten Liga wäre er auf der anderen Seite. Aber das ist schon Pedro halt. Weil der halt Steinspieler wird. Ja, das war schlecht gespielt. Gut gemacht. Dietmeier. Ja. Ritzmeier. Nicht, dass er da irgendwas wieder sich zurecht pfeift, dass er da am Ende auf glatt rückt. Mit der Elfmeter für Sandhausen war ja auch falsch, Pedro. Aber er hat sehr gut gemacht mit seinem Türchen. Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. So, wechseln beiden Sandhäusern. Kommt Zombie raus. Es war ein rein. Ritzmeier. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiterhin. So cool, ja. So viel heute nicht auf die Reihe. So wenig auf die Reihe bekommt heute. Man hat es in der Halbzeit gesehen in der Vorschau. Ulrich. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter.
Er zieht vorbei. Und er gibt den Elfmeter. Er gibt Hand. Ja, okay. Fragezeichen ist das diesmal wieder so unklar. Hier Kite sagt, den spiele ich immer mit der Hand. Und diesmal ist es richtig. Jetzt wird hier gewechselt. Ich meine, ich finde es krass, dass er die Elfmeter pfeift. Wie er die Elfmeter pfeift. So. Jetzt können sie die Führung erhöhen. Oh, ist das bitter. Ich wollte eigentlich auf die Seite schießen. Der Ball wird erstmal abgeschirrt. Eigentlich der zweite verschossene Elfmeter im Spiel, weil bei ihm war der Abpraller halt zurück zum Spiel. Eglow, der gerade den Elfer verschossen hat. Und dann ist es, das Dreier, so boah! Tor Nummer 10. Und es sieht momentan wirklich nach dem ersten Auswärtssieg aus. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar. Ja, viel falsch gestanden vom Verteidiger dort, der sich einfach überspringen ließ. Der stand eigentlich viel besser. Der kann ja eigentlich auch ohne Probleme rausköpfen. Aber dann, nö, das nicht. Passt. So. So, wir wechseln jetzt ein wenig durch. Das werden wir jetzt tun. So, Lohr raus, Meier rein. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. So, Viertelstunde noch. Trennen uns jetzt S2. Vom ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Jetzt wird es hier Eckball geben. Ecke, ja. Die Ecke könnte die Chance das war, glaube ich, Pereira, der das gerade so ein bisschen. Watanabe, der Japaner mit Tempo. Ja, so gut, ja. Das aber abläuft. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Nächste Ecke? Nein, Schiedsrichter. Also, lieber Fans, nein, das war kein Foul. Fein Feuerball gespielt. Ecke kommt ins Zentrum. Und er gibt Elfmeter für den SC Sandhausen. Das ist der dritte in diesem Spiel. Gegen Paderborn gab es schon drei. Das war einfach uns. Das ist der zweite für den Gegner. Also, da ist er doch, der Herr. Sie wollen spät doch noch auf ein Tor verkürzen. Diesmal ist er genau in der Ecke, aber Doppelpack für den Neuner, vom SC Paderborn. Ja, da hier war mit der 14 beim Gegner. Wechselt er erst von Bayreuth ein. 2:3 nur noch, 2 Elfmeter. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Es gibt elf. Man sieht an seiner Miene, der dachte selber, jetzt kriegt er eine Karte. Aber er bekommt sie nicht. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Weg, ist er. Wenn Sie nach dieser Ecke treffen, haben Sie den Sieg ganz sicher in der Tasche. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Kleefisch. Meier. Wird da noch gerade im letzten Moment gestoppt. Zeit ist das nicht mehr. Chance für den Konter jetzt. Und Pereira verhindert den Konter. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Das war's. Yes! Endlich dieser Scheißlass auswärtssieg. Die holen sich hier diesen knappen Sieg in der Liga. Es war ein enges Spiel. Umso größer ist die Freude, dass sie es hier am Ende gepackt haben. Es gab muss ich überlegen, letztes Beinspiel. 6 Elfmeter für in der Form 5 für uns, 2 für den Gegner, 4 für uns. Aber es ist trotzdem, wir haben es geschafft, wir haben 3 Punkte geholt, alles andere unwichtig.
Wir haben diesen scheiß, endlich diesen scheiß Auswärtsfluch weg. Nach der Niederlage in Freiburg, der zweite Saison, sie, der zweite Sieg in Folge. Upsi. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Ja klar. Ja, wir haben zwei Fehler einfach gemacht. Es waren einfach zwei blöde Handelfmeter. Das kann immer mal passieren. Das war nichts mit schlechter Defensive. Es ist einfach nur ein bisschen schlecht gestanden. Also, ja. Aber alles gut, wir haben es geschafft. Wir haben, drei Punkte, 3 zu 2 gewonnen. Aber wir kriegen zu viele Gegentore. Aber das ist es halt so. Manchmal kriegen wir es über die Offensive gerettet und manchmal auch nicht. Natürlich war es schwer. Also wir haben die drei Punkte. Alles andere ist mir unwichtig. Wir haben diesen scheiß ersten Auswärtssieg. Wir kriegen es jetzt auch Gott sei Dank auf dem ersten, auf dem Platz, auf der, wir kriegen es zumindest mal jetzt auswärts auch geregelt. Zumindest hat man es heute bekommen. So, nächste Partie ist in Lautern. Also kriegst du schon das zweite Heimspiel direkt hintereinander. Na gut, 5 Punkte. Also sind wir wieder 8. Jetzt wird Freiburg für das Spiel gewinnen. Die haben ja ein Nachholspiel noch. Wenn wir dann jetzt meckern. Ich habe nicht gespielt. So. Das war also mehr oder weniger unabsichtlich. Gut. Nächste Partie ist der FCK. Auswärts. Okay, schauen wir mal, ob sie kriegen. Bis dahin. Ciao.